Die Benediktinerabtei Maria Laach ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Eifel und gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Vulkanregion am Laacher See. Die Abtei Maria Laach ist an der Südwestseite des Laacher Sees gelegen, 4 Kilometer nördlich von Mendig in der Eifel und gehört zu der Ortsgemeinde Glees. In der Ferienregion Laacher See gibt es unzählige Möglichkeiten. In Mendig finden Sie das Deutsche Vulkanmuseum Lavadom. Im Lavadom erfahren Sie eine spannende Geschichte zur Entstehung des Laacher Sees. 500.000 Jahre lang war das Vulkangebiet der Eifel aktiv, zuletzt vor ungefähr 13.000 Jahren. Ein extremer Ausbruch des Laacher See-Vulkans sorgte in weiten Teilen Mitteleuropas für einen Ascheregen. Es entstand eine mehrere Zentimeter dicke Ascheschicht. Die Abtei Maria Laach verfügt über ein Hotel, eine klostereigene Gärtnerei, Werkstätten sowie eine Buch- und Kunsthandlung und diverse Gastronomie. Das Klosterforum bietet den Besuchern neben den Wechselausstellungen einen 20 Minuten langen Film. Die Benediktinerabtei und die Abteikirche ziehen jedes Jahr eine Vielzahl an Besuchern an. Die Abteikirche selbst gehört zu den wertvollsten Kirchen im Rheinland. Die Abtei wurde zwischen 1093 und 1216 als Stiftung Heinrichs II. Von Laach und seiner Frau Adelheid erbaut. Ihren heutigen Namen erhielt sie im Jahre 1863. Die Abtei gehört zur Beuroner Kongregation des Benediktinerordens. Die Klosterkirche ist geöffnet und kann besichtigt werden. Zu den Besonderheiten zählt auch die unterirdische Krypta. Die sechstürmige Klosterkirche des Laacher Münster ist eine gewölbte Pfeilerbasilika mit prachtvollem Westeingang, dem sogenannten Paradies, und dem 1859 restaurierten Kreuzgang. Die Abtei Maria Laach ist fast am Ufer des Laacher Sees gelegen. Unter dem See brodelt es bis heute. Im Bereich des Laacher Sees kommt es immer wieder zu kleinen Erdstößen und aktiven Magmabewegungen in der Tiefe. Die Form bekam der See ursprünglich durch das Absacken der oberen Decke einer leeren Magmakammer unter dem damaligen Laacher See-Vulkan. Einige Wissenschaftler vermuten, dass es in einigen 10.000 Jahren erneut zum Ausbruch kommen könnte. Rund um den Laacher See sind zwei Wanderwege ausgeschildert. Ruhe- und Liegebänke sind ebenfalls vorhanden. Beide Wege beginnen und enden auf dem großen Klosterparkplatz. Der sogenannte Höhenrundweg gilt als einer der schönsten Wanderwege im Laacher Seegebiet.
Verpflegung und Getränke sind für eine Wanderung besonders im Sommer empfehlenswert. Es gibt viele wunderschöne Aussichtspunkte entlang der Strecke. Die beiden Uferrundwege haben jeweils eine Länge von ca. 8 und 14 Kilometern und sind sehr gut beschildert. In der regnerischen Jahreszeit ist festes Schuhwerk notwendig.